Waits ist ein Riesenarsch. Wie heavy war das denn? Was für ein Riesenschwein wir hatten am Ende. Komm, Ripley. Ablegen. Wir haben es geschafft. Umziehen. Als ob das das Ende des Alien war. Wenn wir eins aus den Alien-Filmen gelernt haben... Hallo? Hört mich jemand? Ripley? Sind Sie das? Ja, wait. Ich? Sie? Absolutes Arschloch! Sie haben mich eingeschlossen! Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert und... Ich hatte keine Wahl! Überhaupt keine Wahl! Sie haben das Ding gesehen! Sie haben gesehen, was es anrichten kann! Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie! Ja! Mit mir als Köder! Zum Verrecken! Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Entschuldigung. Gott, ey, ich hasse ihn. Es war so klar, dass wir als Köder dienen. Oh. Diese Missgeburt, ey. Revolvermuni. Sprengkapsel? So sahen die aus. Tja. Was haben wir für ihn parat? Das, das oder das? Vielleicht auch eine Rohrbombe ins Gesicht. Wobei, wir haben noch nie den Revolver verwendet. Noch nie wirklich. Stille. Stille. Aber da wir Sachen finden, gerade noch, ist noch nicht Ende. Glaube ich einfach nicht. Das wäre doof von den Spieleentwicklern am Ende, wenn du nichts mehr brauchst. Plasma Schneider. Also ich meine, mal davon abgesehen, okay, er hat wahrscheinlich jetzt vielen, vielen Menschen den Arsch damit retten wollen und jetzt hat sofern eigentlich auch klappen können. Ich gehe davon aus, hat einfach nicht geklappt. Und auch, dass er mich dafür opfern wollte, verstehe ich in geringem Maße. Wirklich gering. Das hätte man wirklich besser planen können. Aber naja, wo sind wir denn jetzt? Hä? Ach, hier sind wir wieder. Moment. Ich kenne die Gegend. Immer noch eine Verbesserung für einen Ionenschneider benötigt. Alter, wie lang ist das Spiel denn? Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass das so ein langes, langes Spiel wird. Ich habe sogar, um ehrlich zu sein, nur 50 Thumbnails gemacht. Hier war das, wo die Katze miaut hat. Ja. Ja. Ich weiß wieder, wo wir sind. Wo wir am Anfang so... Naja. Furchterregend... Nicht furchterregend. Furchterregt mutig waren. Wir haben uns hier durchgeschlichen. Achtung. Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Danke. Was? What? Was? Was ist das denn? Alter, konntest du nicht am Anfang da liegen? Ja, das war auch das Alien. Krass, eine Pumpgun. Ich hätte jetzt nicht mehr mit neuen Waffen gerechnet. Alter, wir sind zurück. Wir sind zurück am Anfang. Hatten wir da oben noch abgesperrte Bereiche? Karten haben wir vergessen. Rein theoretisch müsste ich mich ja jetzt hier frei bewegen können, oder?
Ja, keep moving. Jetzt können wir rennen. Also wenn jetzt ein Alien kommt, ganz ehrlich. Wie soll ich das dann verstehen? Ah nein, es war... Oder doch? Wir haben gerade mal Ruhe. Es ist gerade... Wer hat den wieder hier hingestellt, Penner? Es ist gerade ganz angenehm, dass hier ruhig ist. Was? Die war doch früher nicht offen, oder? Oder? Wo führt der hin? Ach doch, klar, glaube ich. Wenn wir jetzt, weil wir einfach nicht da lang gehen, wo wir lang gehen sollen, noch einen Bug haben und das Alien doch auftaucht, dann bin ich echt was verwirrt. Wir sind zurück im Einkaufscenter. Tür da drüben war zu. Na gut. Kann man die freischneiden? Wisst ihr was, Leute? Ich gehe es einfach versuchen. Den kurzen Weg, den gönnen wir uns jetzt. Endlich haben wir etwas Ruhe. Können uns auskurieren von dem ganzen Stress, den wir gehabt haben. Tadap, tadap, tadap. Und können endlich auch mal genießen, dass wir rennen dürfen. Sevastopol. So, und wetten? Ja, wie sollte es anders sein? Eine Verbesserung für den Ionenschneider benötigt. Das Spiel weiß ganz genau, wie es Levelbegrenzung schafft. Kaffee. Sodale, da sind wir auch schon wieder hier zurück im Raum, wo wir uns den Kopf das erste Mal mit ein bisschen Elektrizität angebrutzelt haben. Zu früh aufgestanden. So, die dummen Karten habe ich das erste Mal gar nicht mitgenommen. Gibt's hier noch was? Hä? Hier ist doch gar nichts mehr, oder? Tja. Keine Ahnung, ich sehe hier nichts. Und in die Richtung. Ne. Na kommt. Wir gehen jetzt einfach mal zurück. Diesmal werde ich nicht aufstehen. Tum, 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 tum. Ich frage mich, was mit unserem Raumschiff ist, ne? Also, wir haben schon langsam nichts mehr von der Torrance gehört. Und Lorraine hieß sie, glaube ich. Verlaine. Oder so. Naja, jedenfalls können wir hier jetzt gerade nicht shoppen. Daraus wird nichts. Nein, nein, alles zu, geschlossen. Ist Sonntag. Auch ein Raumschiff muss mal Sonntag feiern. This is life. Puh. Und rennt irgendwas rot. Rot. Okay. Dann nutzen wir doch die Gelegenheit, einfach mal gerade zu speichern. So, und da sind wir auch schon wieder zurück in dem großen Raum. Während ich hier hingelatscht bin, habe ich gerade mal die Überlegung gehabt, boah, stellt euch das mal als Multiplayer vor, wenn hier auf der Station wirklich mehrere, was weiß ich, 50 Leute pro Cluster oder sowas auf der Station hin und her rennen würden. Und man da, ja, wenn man schießt, wird man halt vom Alien gekillt und so. Das Alien, klar, ist unbesiegbar. Aber, das wäre schon episch geil. Moment, da war verschlossen, ne? Aus welchem Grund? Ein Plasmaschneider.
Endlich können wir irgendwo wieder rein. Und wir werden nicht vom Alien gestört. Hebel benutzen, runter und zapp. Ziehen. Was geht denn hier ab? Schön. Schrott. Uns dürfte hier eigentlich jetzt nichts stören. Zumindest gerade nicht. Da liegt noch was. Hier liegt ganz schön viel Zeug verteilt. So. Wir sind wieder draußen. Jojojo. Moment, was hatten wir da oben noch irgendwas? Da ist doch noch irgendwas auch. Wir trampeln hier einfach über die Leichen. Haben wir das nie angehört? Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskopplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen, verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Alles klar. So, mal kurz noch aufkritzeln. Mal was aufkritzeln, so. Ich gehe erst nochmal oben angucken, ob wir da alles haben. Da wir eh gerade frei rumlaufen können. Yeah! Ohne dass hier irgendwie was darum kümmert, was wir hier machen, kann ich euch sagen, dass da oben hinten noch irgendwas ist, das wir vergessen haben. Verpasst haben? Hallo? Sag mal, sind... Alter. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Was? Okay. Ach, Moment. Wo wurde er eingesperrt? In der Asservatenkammer? Was ist das denn? Hier drinne? Das kennen wir schon. Auch nicht? Folgende Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Doch, das haben wir gehört. Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie... Was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Ja, das hatten wir definitiv schon gehört. Es sei denn, ich bin gestorben und habe das nicht mehr... Ich weiß es nicht, aber wir haben es auf jeden Fall mit aufgenommen. So. So wie das jetzt ausschaut, sind wir durch hier und dürfen jetzt wieder Transitstation fahren. Oder was machen wir jetzt hier? War es jetzt gerade... Verarschen? Tja. Aufzug fahren ist das, genau. Tolle Aktion. Einfach nur durch die alte Dings durchgerannt. Okay, wenn sie gelähmt sind, sind Syntheten anfällig. Ripley, Ricardo hier. Sie haben es geschafft. Nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert.
Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Huhuhu, die ist sauer. Erstmal speichern. Und eigentlich wäre, glaube ich, schon wieder Zeit für einen Ladebildschirm. Also ein Outro-Bildschirm. Aber vielleicht gönne ich mir ja mal ein wenig Überlänge. Da kamen wir gerade raus, oder? Moment. Oh. Was ist denn hier los? Haben wir alles? Jojo. Oh, Karte. The Sights of Sevastopol. Hä? Tür verschlossen. Oh Leute, es wird wieder spannend. Doch nicht. Vorsicht, Leute, das Gesicht kenne ich nicht. Hä? Zweite. Okay, richtig so. Was? Geht er jetzt machen? Ah, er macht die Tür auf. Halt den Mund da hinten. Warte, das zeige ich dir jetzt heim. Das müsste doch gehen. Alter, die zielt wie ein junger Adonis. Da kann ich eh hier das nicht treffen. Oder? Na, warte ab, bis ich dir darüber komme. Du kriegst einen Molotow-Cocktail an den Kopf. Ganz einfach und simpel. Fertig. Ja. Ich glaube, wir haben die Überlänge jetzt doch strapaziert. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so übel. Denn ob das gut oder böse ausgeht, das erfahrt ihr leider nicht mehr in dieser Folge. Ja, viel ist nicht passiert. Aber dafür haben wir ganz viel Ruhe vor dem Alien gerade und ich bin echt etwas froh darüber, denn ich brauche diese Genesungsphase einfach mal. Ja, und wie gesagt, ob wir eine Kugel fangen werden oder ob derjenige an einem Molotow-Cocktail sterben wird, der uns da beschossen hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!